Dann heiße ich euch recht herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz anlässlich unseres Auswärtsspiels am kommenden Freitag, den 18. Februar, FC Astoria Waldorf gegen FC 08 Homburg. Anstoß ist um 19 Uhr. Bei mir wie immer unser Trainer Timo Wenzel und von Seiten der Spieler Munir Mbusian. Munir, wir haben ja uns schon nach dem Spiel kurz unterhalten. Neu hier in Homburg angekommen, findest du dich schon zurecht in der Mannschaft? Ja, wie ich schon gesagt habe, ist alles ganz einfach gelaufen. Die Jungs sind einwandfrei, also man kann sich sehr schnell integrieren. Und was das Leben in Homburg ist, ich habe jetzt meine Wohnung gefunden. Denke, Anfang nächste Woche will ich reinziehen und dann wird alles ganz entspannt sein. Danke schon mal bis hierhin. Dann kommen wir auch direkt zu dir, Timo. Natürlich, die Frage wird kommen, wie geht es Dani Di Gregorio, was gibt es da Neues und ansonsten, ja, wie sieht der Kader aus, wer steht dir zur Verfügung und ein paar Worte zu unserem Gegner Astoria Waldorf, bitte. Also zu Dani gibt es ein paar Sachen zu sagen. Dani hat natürlich eine sehr schwere Verletzung, wo wir alle geschockt waren, der ein oder andere vielleicht auch noch ist, aber wir müssen nach vorne schauen, Dani muss nach vorne schauen, er ist gut operiert worden, er durfte, glaube ich, am Sonntag schon aus dem Krankenhaus entlassen oder ist schon entlassen worden. Und jetzt gilt es halt erstmal ihm das abzuschalten, auf neue Gedanken kommen und sich dann einfach wieder darauf zu konzentrieren, dann wieder fit zu werden. Aber es wird eine Weile dauern. Ansonsten zum Kader. Die Langzeitverletzten sind definitiv immer noch raus. Also mit Daniel, mit Hoffer, mit Janis Reus, Loris Weiß, Ivan Sachanenko, Thomas Gößweiner, Niklas Knichel, das sind alles Spieler, die wir nicht am Wochenende zur Verfügung haben. Wir werden mit dem kompletten Kader wieder nach Waldorf fahren. Zu Waldorf ist wirklich auch eine unangenehme Mannschaft, die zu Hause jeden Gegner schlagen kann. Aber du kannst dann auch dort auch gewinnen, wenn du aber deine Tugenden auf den Platz bekommst. Und das erwarte ich von meiner Mannschaft, dass wir wieder einen Tick reifer sind, wenn wir auswärts spielen. Unsere Auswärtsbilanz ist auswärts nicht so gut, deswegen können wir da auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauflegen und das können wir am Freitagabend unter Flutlicht in Waldorf an einem guten Platz, der eine Mannschaft ist, die auch gut mitspielen will und auch Fußball spielen will. Das kommt uns auch wieder zugute und wir wollen unseren Stempel wieder draufdrücken und am besten mit 3 Punkten wieder einfahren. Danke dir, Timo, bis hierhin und eure Fragen bitte. Kann man davon ausgehen, dass die Innenverteidigung wieder so spielt wie zuletzt nach dem Ausfall von Pretorio? Ja, ich finde, dass Jonas Scholz ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Stefano Meyer, der eingewechselt worden ist in der Phase nach 30 Minuten, das nicht einfach für ihn war, der aber wirklich eine sehr gute Vorbereitung gespielt hat und in meinen Augen er auch das auf dem Platz dann wieder gezeigt hat. Hat wirklich 60 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht, auch in der Woche jetzt auch. Beide Spieler sehr griffig, sehr aggressiv und ja, also da gibt es auch nichts Großartiges dann noch zu ändern. Wie sieht es im Offensivbereich aus? Ja, es ist ja auch so, dass Marco Hingerl, auch Serkan Götze Spieler sind, die leider jetzt am Wochenende auf der Bank waren. Wir haben uns für diese 11 entschieden. Deswegen haben wir auf jeden Fall nochmal 2 Einheiten morgen und auch übermorgen nochmal. Es kann immer wieder was passieren, aber wir sind da natürlich schon im Austausch, welche Optionen wir da noch haben, ob wir dem einen oder anderen dann die Chance geben, der sie vielleicht am Wochenende nicht genutzt hat. Und von daher haben wir noch ein bisschen Zeit. Schön, der Hingerl hat ein gutes Spiel gemacht, nachdem er eingewechselt ist. Und hat wahrscheinlich deswegen nicht gespielt, weil er mal eine Woche wegen Corona gefehlt hat. Ja, man kann ja auch sagen, Dani war auch mal eine Woche raus, hat aber dann trotzdem gespielt. Von daher, wir haben uns für diese 11 entschieden. Wir haben, wie gesagt, 2 neue Spieler zu integrieren mit Muko und auch mit Schako. Dann war Padilina auch ein Spieler, der seit einem halben Jahr nicht gespielt hat. Und, das waren fast 3 neue Spieler für uns und da müssen die Abläufe besser werden. Und da trainieren wir tagtäglich und dann schauen wir, wie wir am Freitagabend um 19 Uhr aufstellen. Aber so viele Veränderungen wird es jetzt auch nicht geben. Markus Mendler hat man aber gemerkt am
Samstag, dass er 10 Tage gefehlt hat aus Krankheitsgründen. Wie weit ist denn der? Hat er jetzt einigermaßen wieder aufgeholt, oder? Ja, ich finde, bei Markus ist es halt so, dass Markus immer für ein Tor gut ist und er natürlich 10 Tage raus war, er es natürlich auch merkt, aber du musst ja auch gewissen Spielern auch immer auch das einen Rückenwind geben, du musst denen zeigen, wie wichtig sie sind, und das sind bei uns immer alle Spieler. Ich glaube, dass sie das Vertrauen einfach auch genießen, müssen aber dann natürlich auf dem Platz dann auch zeigen, dass sie wichtig sind für die Mannschaft. Das ist jetzt nicht nur für Markus Mendler, sondern es sind noch andere 10 Spieler. Und von daher weiß Markus, glaube ich, auch, dass es kein gutes Spiel von ihm war. Aber man muss auch sehen, er war verletzt. Und das kommt ja berücksichtigen. Haben natürlich jetzt auf der Position jetzt auch nicht so viele Spieler, wo wir sagen können, da können wir nochmal 2-3 nachschieben. Und deswegen wird er aus dem kleinen Loch wieder rauskommen. Aber nochmal, er hatte Corona, Marco Hingel hatte Corona. Das sind alles Dinge, Muko hatte Corona, das sind alles Spieler, die noch nicht auf ihrem Fitnessstand sind, aber das bekommen sie durch Training, durch die Spiele, und das bekommen sie von uns. Also hat Markus Mendler auch Corona gehabt, das habe ich jetzt richtig mitbekommen. Ihr wurde nämlich gesagt, er wäre 10 Tage krank gewesen. Bei Markus, hat der Markus nicht am Anfang schon Corona gehabt, oder war es jetzt, also Magen-Darm hatte er ja. Das weiß ich, ja, aber von Corona. Also von daher weiß ich jetzt nichts, aber er hatte, glaube ich, am Anfang schon mal, glaube ich, diese, aber das ist ja auch völlig egal, ja. Ob er die Krankheit hatte oder nicht, er war 10 Tage nicht im Training. Das kannst du auch nicht von heute auf morgen einfach wegschütteln. Aber er ist auf einem guten Weg, Hingel, Marco ist auf einem guten Weg. Die sind bald wieder bei 100% und deswegen haben wir dann auch wieder mehr Möglichkeiten. Jetzt ist ja diese Woche der erste Vorsitzende zurückgetreten und wir haben jetzt Mitte Februar und es laufen 18 Verträge aus. Und das ist ja auch nett, da müsste man ja irgendwann jetzt mal so langsam anfangen. Man kann nicht im Mai anfangen mit 14, 15 Spielern zu verhandeln. Wie läuft es denn da jetzt weiter? Laufen jetzt schon die Verhandlungen um Vertragsverlängerung die nächsten Tage, oder wie läuft das jetzt technisch ab? Wer ist da jetzt verantwortlich dafür? Also wir haben gesagt, dass auch von Vereinsseite und auch von Trainerteamsseite, dass wir die ersten 4 Spiele beobachten, was passiert, und werden dann nach den 4 Spielen dann auch, es laufen zum Teil auch schon Gespräche, das kann ich Ihnen versichern. Das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen, und von daher, wir sind in Gesprächen mit dem einen oder anderen, auch natürlich was Neuzugänge anbelangt, da sind wir relativ früh dabei schon. Das ist auch wichtig, weil, wie richtig Sie schon gesagt haben, dass sehr viele Spieler die Verträge auslaufen. Wir aber trotzdem gesagt haben, dass die Spieler auch nochmal eine Zeit haben, sich zu zeigen, nach den ersten 4 Spielen, wo die Reise hingeht, und jetzt kommt das 2. Spiel und sind auf jeden Fall auch zum Teil im Gespräch. Das heißt also Mitte März geht es richtig? Ja, da kann ich jetzt es kann auch in 2 Wochen schon passieren, also, es kann auch nächste Woche schon was passieren, wenn wir sagen, okay, da gibt es was zu vermelden. Und von daher haben wir gesagt, wir warten erstmal ab, die ersten 3, 4 Spiele, und dann können wir dazu mehr sagen. Und wer ist jetzt verantwortlich an oberster Stelle? Ist das der 2. Vorsitzende jetzt, der Herr Koch? Der Herr Koch ist dafür zuständig, mit Absprachen mit uns als Trainerteam, wir das immer zusammen beschließen, auch mit dem Verein, und wir machen das zusammen. Das gilt auch fürs Finanzielle. Finanzielle bin ich raus. Also. Da bin ich raus. Gut. Das muss ich nicht noch machen. Nee, dass Sie jetzt schon wissen, oder wann wissen Sie, dass, was für Geld zur Verfügung steht und so weiter. Da muss man ja auch schon Gedanken haben. Ich kann nicht mit Spielern sprechen und denke, oh nee, Moment, wir haben ja gerade das Geld, um diese ganzen Spieler zu verpflichten. Oder? Also da sind wir schon im Austausch. Ja. Und wenn es um das Budget geht, da ist der Michael Koch dafür zuständig. Er ist derjenige, der die Gespräche dann auch führt mit den Verantwortlichen. Und dann, mehr dazu kann ich nicht sagen, weil ich sage nur das Sportliche, und wenn es dann um die Gehälter geht, da kann man dann auch ein bisschen was dazu sagen, aber im Grunde genommen macht es dann der Verein oder Michael Koch. Gegen Kassel hat Christian Wozniak im Tor gestanden. Ist das jetzt schon eine Vorentscheidung für den Rest der Saison, oder bleibt das Rennen da offen? Das ist auf jeden Fall immer offen, weil es kann von heute auf morgen immer wieder was passieren. Sali ist hochprofessionell, er trainiert wirklich sehr, sehr gut, und wir haben mit beiden dann auch gesprochen. Das ist ein ganz offenes Verhältnis, und so muss es auch sein, ehrlich. Und das Kommunikative ist sowieso schon bei uns immer wieder da gewesen, und so muss es auch sein. Jeder Spieler weiß, wie er dran ist, wo er dran ist, und deswegen nimmt Sali wirklich super professionell, und mich hätte es auch nicht gewundert, wenn er es irgendwie anders macht, weil er einfach ein Top-Mensch ist, ein Top-Torhüter.
Haben aber auf der Position jetzt 2 bzw. 3. Klar, am Samstag ist dieser Fehler passiert. Ist aber in der Vorrunde auch ein paar Mal passiert und von daher sind wir auch froh, dass wir natürlich auch beide Torhüter haben, beziehungsweise Niklas Knichel ist leider auch noch krank. Das dauert noch, aber auf der Position sehe ich jetzt keinen Bedarf momentan. Sehen Sie eine Möglichkeit des Torwartwechsels für das Freitag? Nicht nur auf diesen einen Fehler, es waren ja auch schon die ein oder andere Fehler, ich denke am Elfmeterspiel von Rosniak. Das ist dann meine Entscheidung. Ja, ja. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich ändere was, ich ändere nichts. Das ist ja. Sie lassen es noch offen? Nein, wir trainieren ganz normal. Der Christian hat gespielt. Sie wissen auch, was das Psychologische angeht. Ja. Wenn du dann so einen Spieler dann gleich wieder rausnimmst, dann ist er komplett durch. Sali denkt sich vielleicht momentan auch, okay, er ist jetzt Nummer 2, er wartet auf seine Chance, die wird irgendwann mal wieder kommen. Dann muss er da sein und von daher wissen beide Spieler, um was es geht. Jeder muss an die Grenze gehen, jeder Spieler muss an die Grenze gehen. Keiner darf sich zu sicher sein, um zu spielen. Und der Konkurrenzkampf ist da, ist vielleicht nicht so, wie wir es insgesamt denken, weil wir einfach zu viele Verletzte haben. Aber wir machen das Beste draus. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Rosniak im Tor steht. Kann sein, kann auch nicht sein. Gut, dann ist es schön. Offen. Gut, wenn es dann keine weiteren Fragen mehr gibt, bedanke ich mich recht herzlich. Ich würde sagen, wir wünschen euch viel Erfolg in Waldorf. Wir sehen uns bei der nächsten PK. Danke.